Ja, meine Damen und Herren, nach so einer Einführung bin ich ja schon verpflichtet, mit Positiven zu beginnen, und das hatte ich aber ohnehin geplant. Ich beginne mit einer Reise, die ich nach Neuseeland gemacht hatte. Unser Sohn hat da ein Jahr lang eine Schule besucht, und wie dort Medien genutzt werden, das hat mich wirklich fasziniert. In dieser Highschool, ganz normale Stadtteilschule, an der alle Kinder eines Stadtteils hingehen, wenn die Eltern nicht das viele Geld für eine Privatschule ausgeben wollen, in dieser Highschool beginnt es damit, dass alle Kinder im Alter von 11 kompetent lernen, mit 10 Fingern am Computer zu schreiben. Auf eine pädagogisch sehr erfindungsreiche Weise wird es ihnen lustvoll beigebracht. Und damit beginnt der Einstieg in die faszinierende Welt, den Computer als Arbeitsunterhaltungsinstrument zu nutzen. Die Schule vermittelt das sehr kompetent und sie belohnt es auch, indem sie die Kinder ermutigt, so frühzeitig wie möglich auf das Googlen einzusetzen, wenn man Schulisches an Aufgaben lösen muss. Sie führt beispielsweise dorthin, dass ab 15 alle Schüler in den Fächern, wo es nicht auf Rechtschreiben ankommt, per E-Mail ihren Lehrern ihre Hausarbeiten schicken und dass sie per E-Mail die Korrekturen zurückbekommen. Selbstverständlich hat jeder Lehrer dienstlich einen Laptop und er hat seine dienstliche E-Mail-Adresse und dadurch läuft das viel einfacher, direkter. Ein zweites hat mich fasziniert. Die Lehrer haben in dieser Schule nicht mehr diese Packesel-Funktion, dass man beladen mit allen möglichen pädagogischen Materialien von einer Klasse in die nächste rennt, wo die Schüler auf einen warten. Nein, es ist umgedreht. Die Lehrer sind permanent in einem Raum, das ist ihr Unterrichtsraum und die Schüler kommen und gehen. Das hat zur Folge, dass die Lehrer endlich die Medien optimal nutzen können. Also mit dem Filmapparat da in eine Englischklasse gehen, weil man Shakespeare zeigen will, mit besten Darstellern aus England, das ist zu mühselig, aber hier drückt man auf Knöpfchen. Jeder Lehrer hat im Übrigen in seinem Unterrichtsraum zwar auch noch für den Fall des Stromausfalls oder für besondere Situationen eine Tafel, aber beherrscht wird der Raum von einem Touchscreen. Und an diesem Touchscreen ist sein ganzer Unterricht vorbereitet, per Knopfdruck. Und dann kommen die Bilder in Geometrie oder die wunderbaren Spielszenen im Englisch oder Französisch oder sonstigen Sprachunterricht. Und man kann all diese Medien optimal einsetzen. Und einen kleinen Vorteil hat es noch, unser Sohn, ein begeisterter Volleyballer, ist dort in Neuseeland geworden, durfte dann zu den Landesmeisterschaften reisen und ich fragte, ist eine Woche Abwesenheit nicht ziemlich viel vom Unterricht? Machen die das so ganz locker? Ja, das hat jetzt ja kein Problem. Dieser Touchscreen hat ja noch einen Vorteil. Er ist ja das Unterrichtsgedächtnis. Für 14 Tage kann jeder Schüler die Mathestunde, die er versäumt hat oder bei der er geistig abwesend war, weil seine neue Freundin neben ihm saß und er nur Händchen gehalten hat und ihr verliebt in die Augen guckte, er kann immer wieder zu Hause anklicken, die Mathestunde an dem und dem Tag, so wie unser Sohn das in der Ferne getan hat, als er Volleyball-Spielpausen hatte mit seinen Kumpels. Und dann geht man in den großen Internetraum und informiert sich, was die Schule an diesem Tag in Mathe so dran hatte. Und natürlich, der Lehrer, wenn er weiß, mehrere sind abwesend wegen dieses Turniers, bringt besonders viel auf den Touchscreen, damit die Unterrichtsstunde gut nachvollziehbar wird, mit freundlichen Grüßen an die Abwesenden und Literaturhinweisen, wo sie im Mathebuch dies und jenes für die nächste Stunde finden. Und dann kommt natürlich hinzu, dass sie auch kompetent informiert werden über die Gefahren, die im Internet stecken. Also, dass ihnen gezeigt wird, wie im Chatroom geile ältere Herrschaften sich als 15-Jährige ausgeben, um dann ein Date zu machen mit irgendeinem Mädchen, die drauf reinfällt. Und das wird auch zum Thema in der Schule gemacht. Oder sie haben eine gesonderte Unterrichtsstunde nur zu World of Warcraft, weil dort inzwischen auch bekannt ist, dass dieses Spiel im Durchschnitt, ich nehme jetzt unsere deutsche Zahl, die ich nachher nochmal bringe, 3,9 Stunden pro Tag, das ist massive Konkurrenz für die Schule, gefährdet dann doch ein normales mit dem Tag umgehen, wenn ein solcher Zeitblock im Durchschnitt jeden Tag da passiert. Und warum das so ist, welches die Fallen sind, die Probleme sind, das wird von kompetenten Leuten vermittelt. Nicht unbedingt vom Lehrer, dazu holen sie sich dann Leute, die Aussteiger bei World of Warcraft sind, weil es ihnen zu viel wurde, und die dann kompetent den Schülern zeigen, wo die Probleme liegen und warum dieses Spiel
so ein Anker für manche ist, von dem sie gar nicht mehr loskommen. All das kann Schule sein, wenn man sie nur lässt und wenn man ihr die technischen Möglichkeiten einräumt, das so zu nutzen. Ich nehme ein zweites Beispiel, um aufs Computerspielen zu kommen. Die Stanford University hat ein preisgekröntes Computerspiel entwickelt, gemeinsam mit Medizinern haben das intelligente Leute dort gestaltet, das für diabeteskranke Kinder gedacht ist. Und der Effekt ist offenkundig besser als der, der dann entsteht, wenn man mit einem Kind diabeteskrank zum Kinderarzt geht. Da ist das Kind Ohren auf Durchzug nur von Panik erfüllt, um Gottes Willen, ich habe diese grässliche Krankheit, da kann man ja auch dran sterben und sonst was alles. Und die guten Ratschläge gehen da rein und da wieder raus. Im Spiel wird das alles wiederholt und spielerisch einem so präsentiert und erinnert, was richtiges Verhalten bei der Krankheit ist, dass der Effekt offenkundig der ist, Kinder verlieren ihre Panik und lernen schrittweise, sich richtig zu verhalten. Und dass hier bei diesem einen Krankheit gelungen ist, da bemüht sich die Medizin in Zusammenarbeit mit Computerspielherstellern, das auch für andere zu nutzen. Also da sind bei den Serious Games die Chancen noch bei weitem nicht ausgeschöpft, wo wir es für konstruktives Lernen einsetzen können, diesen Spieltrieb der Menschen, dass sie unterhalten werden wollen, aber vielleicht gleichzeitig auch noch was bei Lernen. Also das sind alles die positiven Nachrichten, die ich Frau Bruns versprochen hatte zum Einstieg. Aber ich komme darauf nochmal zurück. Es ist natürlich nicht zu leugnen, dass es auch einiges an Problemen gibt. Und damit setze ich mich alle 14 Tage einmal mit Schülern und Schülerinnen vormittags auseinander und zeige ihnen da bestimmte Bilder und frage sie, ob sie eine Idee haben, woran das so liegen kann, dass das so ist. Beispiel: 1990 hatten wir auf 100 Jungen und Mädchen, die die Schule abgebrochen haben, 56 Jungen und 44 Mädchen. Und 2004 sind plötzlich 64 Jungen und nur noch 36 Mädchen. Oder ich nehme mal die Schulaufsteiger. Es kommt ja vor, dass Kinder in der Hauptschule so toll sind, dass man sagt, okay, darfst eine Stufe höher gehen in die Realschule oder du darfst von der Realschule ins Gymnasium wechseln. Und da haben wir systematisch erfasst, wie sich denn die Geschlechtszusammensetzung so darstellt. Und siehe da, 1990 war die Welt, was die Geschlechtsverteilung beim Aufsteigen angeht, noch in Ordnung, 1988. Und dann werden die Mädchen immer besser und die Jungs immer schlechter. Hier sind es nur noch 39 Jungs, aber 61 Mädchen. Oder Abitur. 1990, die Welt noch in Ordnung, gleich viel Frauen und Männer, die Abitur machten. Und dann geht der Frauenanteil höher auf 56, noch was. Und der Männeranteil geht runter, 43,4. Man kann es auch in absoluten Zahlen sich anschauen, dann wird es noch deutlicher. Wir haben insgesamt durchaus noch eine zunehmende Zahl von jungen Männern, die Abitur absolvieren. Zuletzt waren es dann 115.000 im Jahr 2007, aber 148.500, 33.000 mehr Frauen, die Abitur absolviert haben. Und umgekehrt bei den Bildern dazu, wer denn Studienabschlüsse erfolgreich absolviert, sehen Sie, die Männer sind im Sinkflug. 2007, 2006 haben die Frauen erstmals bei den erfolgreichen Studienabschlüssen die Männer überholt und angesichts der gerade gezeigten Studienanfängerzahlen, Abiturzahlen ist klar, dass das jetzt scherenmäßig auseinandergeht. Das kann sich ein Land mit einem eklatanten Fachkräftemangel, gerade in sogenannten Männerberufen, Ingenieursberufen, Technikerberufen, überhaupt nicht leisten. Diese 33.000 Männer, die uns da verloren gehen jetzt jedes Jahr, das ist einfach zu viel und deswegen muss die Frage gestellt werden, woran liegt denn das? Wenn ich mit Kindern das diskutiere, mit 12-Jährigen, 13-, 14-Jährigen, immer dieselbe Antwort, das muss am Computerspielen liegen und am Fernsehen. Na? Als erstes frage ich dann, richtig, ich darf noch ein Bild zeigen, ist auch noch ganz interessant. Heute Nachmittag bin ich in der Medizinischen Hochschule Hannover als Referent, um mit Ihnen zu diskutieren, warum die Medizin sich so drastisch verändert. Früher hatten wir ein Drittel Frauen als Erstsemesterstudenten Medizin, hier sind es 50% Mitte der 90er Jahre und dann sind es schon zwei Drittel Frauen und das geht immer so weiter. In vielen Numerus Clausus Berufen ist das so, weil in den meisten Bundesländern, wir haben nicht von allen die Daten, sich bei denen, die das Abitur besser als 1,5 abschließen, bei denen heute eine 60-62% Mehrheit weiblich ist und von daher bringen es die Männer eben nicht mehr, Medizin locker studieren zu können. Und die Frage ist,
warum das ist. Letztes Beispiel stammt aus unserer Forschung. Wir haben repräsentativ für viele Städte und Landkreise Kinder und Jugendliche in der 4. Klasse gefragt, was für eine Schullaufbahnempfehlung sie bekommen haben. Und dann sehen Sie die Mädchen, 41% fürs Gymnasium. Das heißt, die Antwort kam von den Lehrern, weil wir bei den Kindern nicht so ganz sicher waren. Und nur 26% in der Hauptschule, bei den Jungen 32% in der Hauptschule, aber nur 34% im Gymnasium. Also, woran liegt's? Die Kinder sagen ganz klar, das ist der unterschiedliche Medienkonsum und das überprüfen wir und sehen in der Tat, es könnte was dran sein, denn die Mädchen haben nur zu 15,6% eine eigene Playstation im Zimmer und die Jungen zu 38% und auch Fernsehen und Computer bei den Jungen sind häufiger. Aber das sind schlichte Nebeneinander von zwei Faktoren. Was der Ursache und Wirkung ist, wissen wir aufgrund dieses Bildes natürlich nicht. Spannend ist jetzt nur, das sind ja Widerspiegelungen von PISA-Ergebnissen, was wir hier diskutieren. Also die Mädchen haben bei PISA bei jeder Messung deutlich besser abgeschnitten als die Jungen. Und sie waren nicht die einzigen PISA-Sieger. Wir haben das entsprechende auch, die Norddeutschen waren deutlich schlechter, die Sieger waren die Süddeutschen. Und wieder wiederholt sich, die, die bei PISA besser abschneiden, haben weniger Geräte im Zimmer im Alter von 10. 21 zu 31, 50% mehr Spielkonsolen im Norden als im Süden. Oder 42 zu 27, der Unterschied mit dem Fernseher. Und dann schreibt man uns im Stammbuch, in Deutschland sei der Abstand zwischen Migrantenkindern und Einheimischen besonders groß in den schulischen PISA-Ergebnissen. Aber da gibt es auch einen interessanten Befund, dass die Eltern möglicherweise dazu beitragen, die ausländischen. Denn die deutschen Kinder haben nur zu 22 eine Playstation, die ausländischen zu 44, Fernsehen 52 zu 32. Und all das hat drastische Auswirkungen auf die Zeiten. Zeigt es Ihnen am Beispiel. Halt, ich habe das Wichtigste noch vergessen. Das hier. Moment. Nämlich, wenn ich das Ganze nicht differenziere nach Migration, sondern nach Bildungshintergrund. Das ist besonders spannend. Wenn beide Eltern nämlich Abitur haben, dann haben nur 16% der Kinder einen Fernseher, haben beide Eltern Hauptschule als höchsten Bildungsabschluss 57 oder 11 zu 43 der Unterschied in puncto Spielkonsolen. Also je niedriger der Bildungsgrad im Elternhaus, je mehr Geräte im Zimmer. Und das hat natürlich Folgen. Ich zeige das am Beispiel der Zeiten, die sich ergeben, wenn wir nach Bildungsgrad schauen. Die Kinder aus hochgebildeten Elternhäusern bringen es gerade mal auf 1 Stunde 17 an Schultagen wohlgemerkt, Medienkonsum. Und die aus den Doppelhauptschulelternhäusern auf fast 3 Stunden. Also drastischer Unterschied. Der ist in Deutschland besonders groß, weil ja die meisten Kinder nur halbtags in der Schule sind. Um 2 Uhr sind sie dann zu Hause, Eltern sonst wo. Und dann fängt der Medienkonsum ungehemmt gerade bei denen an, die alle Geräte im Zimmer haben. Bei den anderen offenbar nicht ganz so, weil die Mittelschichtseltern mehr Sorge dafür tragen, dass die Kinder nachmittags in die Musikschule gehen, zum Sport gehen, zu irgendwelchen Gruppen. Und Aktivitäten, die was anderes sind als passiv sitzen und Fernsehen oder Computerspielen. Das Ganze will ich noch einmal verdeutlichen an etwas, was ich Herrn Schneider verdanke. Herr Schneider hat mit seiner Landesmedienanstalt uns eine Forschung ermöglicht, die bei jedem meiner Vorträge mit Kindern und Eltern und Lehrern zum Tragen kommt, weil die Unterschiede so krass sind. Dortmund gegen München mal nicht, Borussia gegen FC Bayern. Vor allem, ihr gewinnt ja auch gleich Dortmund, wenn wir das als Gewinn bezeichnen wollen, denn die haben wesentlich mehr. Die Dortmunder Jungen haben zu 64% einen eigenen Fernseher und die Münchner nur 28 und 56 zu 26 die Playstation-Unterschiede. Hier riesige zwischen Jungen und Mädchen, 30%-Punkte, hier dagegen nur 15%-Punkte. Auch insgesamt unterscheiden sich Jungen und Mädchen in den Medienausstattungen in München nicht so krass wie in Dortmund. An der Stelle frage ich dann immer die Kinder, haben die eine Idee, woran das liegt, dass die Dortmunder so großartig ausgestattet werden von ihren Eltern? Und immer kommt dieselbe Antwort. Die Eltern in Dortmund müssen mehr Geld haben. Das bezweifle ich dann so ein bisschen. Dann kommen andere schöne Angebote aus Aurich, sagte ein Junge. Also, ich war noch nie in München, aber ich glaube, das ist so eine große Stadt am Rand der Alpen, also ein großes Dorf am Rand der Alpen. Da haben die wahrscheinlich noch keine Billigläden wie wir in der Stadt Aurich.
Oder in Frankfurt am Main meldete sich ein Mädchen ganz aufgeregt, weil sie was Wichtiges loswerden wollte. Ich habe gerade einen Deutsch-Einser geschrieben. Und da hat mir der Papa endlich den heiß ersehnten Fernseher geschenkt. Ich glaube, das passiert eben in Dortmund öfter als in München. Tolle Noten und dann Belohnung mit Mediengeräten. Schöne Ideen. Und dann kommt meine Antwort und sie sind völlig erstaunt und diskutieren heftig mit mir. Die Antwort ist nämlich ganz simpel. In München haben wir 52,8% beide Eltern Abitur und in Dortmund nur 24,7. Aber in Dortmund 25,9% beide Eltern Hauptschule, in München nur 17. Der Bildungsgrad der Elternhäuser unterscheidet sich. Und die Kinder fragen sofort, sind die Dortmunder dümmer? Ja, da schütze ich da die Dortmunder. Und sage, nein, das ist was anderes. Die Bayern schneiden auch deswegen bei PISA so gut ab, weil sie die vielen Zugereisten haben, Zugereisten für die Norddeutschen. Und die Zugereisten, das sind halt die Menschen, die in Dortmund Abitur gemacht haben und hier vielleicht auch noch studiert haben, aber dann finden sie keinen Job und dann gehen sie nach München und ihre Kinder gehen in München zur Schule. Das haben wir systematisch auch in München getestet und der Tat kommt raus, nur 60% der Eltern in München waren eingefleischte Bajuwaren, die anderen waren Zugewanderte und gerade bei den Akademikern besonders ausgeprägt. Also von daher ist die Wanderungsbewegung in Deutschland die Erklärung, aber auf die Dauer natürlich, wenn es immer so bleibt, dass die Gescheiten dann in den Süden gehen, weil dort die Arbeitsplätze sind, dann wird der Süden insgesamt schon gescheiter. Also auf die Dauer ist es dann schon gefährlich, aber das ist jetzt eine Momentaufnahme, wo wir hoffen, irgendwann entstehen ganz viele akademische Arbeitsplätze in Dortmund und dann wird alles wieder gut. Zurück zu dem hier, da gibt es jetzt nun was sehr Ernstes zu beachten. Die Jungen in Dortmund aufgrund der hohen Verfügbarkeit über eigene Mediengeräte bringen es pro Tag an Schultagen auf 3,3 Stunden Medienkonsum und die Jungen in München nur auf 1,7. Gerade mal eine halbe Stunde mehr wie die Mädchen, hier sind es 1,3 Stunden mehr wie die Mädchen. Und das alles bleibt nicht folgenlos. Denn was sehen wir? Ein Riesenleistungsunterschied der Jungen in Dortmund, nur 29,9 gegen 38,4 kommen ins Gymnasium, aber die Jungen ein Drittel in die Hauptschule, die Mädchen nur 23%. Und in München sind die jungen Mädchenunterschiede relativ klein, die Mädchen haben auch die Nase vorn, aber nur knapp, 51 zu 48, aber vor allem sind sie im Längen besser als die Dortmunder. Bei den Jungen haben wir einen sehr, sehr krassen Unterschied. Und ein Faktor ist offenkundig diese hohe Zeit, die die Jungen in Dortmund mit Medien verbringen. Wenn wir nochmal ein Stück weitergehen und nehmen den türkischen Jungen in Dortmund, dann bringt es der an Schultagen auf 4,2 Stunden Medienkonsum. Türkische Mädchen nur 2 Stunden, also ein Riesenunterschied auch in der Ausstattung. Und in München, das bayerische Mädchen, deutschen Hintergrund, bringt es gerade mal auf eine Dreiviertelstunde Medienkonsum. Da ist dann nicht überraschend, dass der Dortmunder Junge nur zu 12% im Gymnasium landet. Das türkische Mädchen in Dortmund aber zu 28%. Hier ist der Abstand zwischen Jungen und Mädchen bei den Türken besonders groß, weil auch der Medienkonsum extrem divergiert. Und bei den Münchnern sind Jungen und Mädchen nicht so unterschiedlich mit dem Ergebnis, dass auch die Divergenzen nicht so krass ausfallen. Was ich hier zum Zeitfaktor sage, muss man nun mit den 15-Jährigen betrachten. Da haben wir eine sehr umfangreiche Forschung machen können. 45.000 Jugendliche wurden von uns in 61 Städten und Landkreisen befragt. Dem Herrn Wienerns kann ich leider hier nicht die Hand schütteln und nochmal danken. Wir waren nämlich plötzlich an so einem datenschutzrechtlichen Patt angekommen, wo uns einige Länder nicht forschen lassen wollten. Und dann hat er Gott sei Dank die Lösung gefunden und wir konnten dann bundesweit diese Forschung durchführen und haben jedem Dritten dieser 45.000 einen Sonderfragebogen nur über Computerspielen gegeben. Und dann kam erstmal raus, wieder ein großer Jung-Mädchen-Unterschied. Die Mädchen bringen es gerade mal auf 0,9 Stunden pro Tag und die Jungen auf 2,4 Stunden, also anderthalb mehr pro Schultag an Medienzeit mit Computerspielen. Im Fernsehen kommt dann der Unterschied jungen Mädchen noch hinzu, sodass im Ergebnis bei den 15-Jährigen wir pro Tag mehr als 2 Stunden mehr Medienkonsum bei den Jungen als bei den Mädchen generell haben. Und dieser Faktor Zeit wird noch einmal verändert, wenn die Jungen in suchtartige Spielen geraten. Mädchen tun das kaum. Wie haben wir das gemessen? Anhand von 5 Elementen.
einigendes Denken und Verhalten, dass man nur noch das Computerspielen im Vordergrund hat, negative Konsequenzen, dass einem das dann schon klar ist, dass man sitzen bleibt, aber es geht jetzt nicht anders, das Computerspielen ist wichtiger. Kontrollverlust, man nimmt sich vor zu begrenzen, aber man schafft es nicht. Entzugserscheinung, man ist richtig genervt und gerädert und gereizt, wenn die Eltern in Urlaub fahren und man plötzlich nicht mehr ran kann an seinen viereckigen Bildschirm. Und Toleranzentwicklung, man braucht immer mehr Zeit, um zufrieden zu sein mit dem, was man computerspielmäßig so macht. Das waren die fünf Kategorien, jeweils mit fünf Fragen, einzeln zu jedem einzelnen Aspekt, und die konnten immer ankreuzen von 1 bis 4, ob sie sehr zustimmen oder gar nicht. Auf die Weise haben wir die Süchtigen identifizieren können und haben feststellen müssen, dass die Abhängigen schon sich deutlich unterscheiden in allen Belangen von denen, die gefährdet sind oder mindestens 2,5 Stunden pro Tag spielen, also als viel- und Exzessivspieler bezeichnet wurden, oder die Normalgruppe unter 2,5 Stunden, was auch noch ziemlich viel ist. Also die tägliche Online-Zeit hier 26 und hier dann schon 188 Minuten und die Offline-Spielzeit auch noch beachtlich, sodass die hier es schon so auf über 4 Stunden bringen, aber auch die Gefährdeten bringen es auf etwa 4 Stunden pro Tag. Besonders krass die Unterschiede bei den Selbstmordgedanken. Da waren wir schon sehr betroffen, als wir das lesen mussten, dass 12,3% der Abhängigen auch häufig Selbstmordgedanken haben. An der Stelle will ich etwas bringen, was die Computerspielindustrie zu ihrem Schutz gerne behauptet. Sie sagt, abhängig werden ja nur die psychisch Kranken. Also sind wir nicht schuld, dass der Selbstmordgedanken hat und dass dem schlecht geht oder dass der depressiv wird und so. Nein, nein, der ist erst depressiv und dann spielt er und dann rutscht er in die Falle. Das können wir überhaupt nicht bestätigen. So viele Depressive gibt es gar nicht, wie wir hier an Abhängigen gemessen haben, aber andersrum gerechnet, wir machen auch qualitative Forschung. Das heißt, wir diskutieren mit Menschen, wie sie reinwachsen in diese Abhängigkeiten. Und dann zeigt sich doch deutlich, der normale Junge, der mit knallenden Türen gerade seine Pubertätskrise mit seinen Eltern auslebt, irgendwo Zoff mit anderen hat, ein bisschen kurz im Leben kommt, was Anerkennung angeht, eine kleine Krise durchläuft, schon der ist gefährdet. Da muss man nicht psychisch krank sein. Also dieses Entlastungsargument können wir der Industrie nicht gönnen. Es ist schlicht empirisch nicht haltbar. Computerspielabhängig sind viele in allerbesten Familien. Kleines Beispiel, ein Vater, den ich kenne, Top-Journalist aus Hamburg, schickt uns seinen Sohn, weil er jetzt abgestürzt war in die Realschule, nachdem er früher ein toller Gymnasiast gewesen ist, aber nur noch jetzt Realschule, und da dann 4, 5,5 Jahre Zeugnis, und dann sagte der Vater, jetzt fährst du nach Hannover und redst mal mit denen, die Experten sind, und mit einem Therapeuten gemeinsam habe ich mich mit ihm unterhalten. Natürlich eine Illusion, dass ein Gespräch, Hand auflegen, gewissermaßen den heilen würde. Quatsch. Aber es hat uns ja auch interessiert, und wir wollten offen mit ihm sprechen. Ein hochintelligenter, sympathischer, kluger Junge, der auf wunderbarem Kurs war bis zum Alter von 13, und dann hatten die Eltern Zoff, und er beschrieb uns das, wie der Vater geht fremd, die Mutter kommt dahinter, und dann Streit und fürchterlichen Ärger und Scheidungsreden. Und ihm schenken sie zur Beruhigung die komplette Wunschausstattung ins Kinderzimmer. Und wenn jetzt die Eltern brüllen, Kopfhörer aufsetzen, höre ich nichts mehr von denen. Und dann bin ich mit meinen Kumpels verbunden in meinen Raid-Spielen World of Warcraft, und die Welt ist weit weg, die reale Welt, und ich bin in dieser Traumwelt zu Hause, und da habe ich Erfolge. Und da bauen die auf mich, und da bin ich inzwischen einer der führenden Köpfe in unserer Gruppe. Und da kann ich auch nicht, wir haben dann gefragt, könntest du so mit 2,5 Stunden klarkommen statt mit 5? Nein, es geht überhaupt nicht. Ich bin hier der King des Ganzen bei der nächsten großen Schlacht. Also da kann ich nicht aussteigen, wie ein Hauptdarsteller nicht kurz vor der Premiere sagen kann, da bin ich nicht mehr. Er argumentierte preußisch mit Begriffen wie Pflicht und Verlässlichkeit und Pünktlichkeit und den sozialen Beziehungen, die ihm ganz wichtig sind zu diesen Menschen, die er überwiegend nicht kennt. Der eine lebt in Wien, der andere in München, also wie halt so diese Mannschaft sich gefunden hat. Und es war uns völlig klar, wir haben keine Chance, gegen ihn anzukommen. Und er sagte am Ende auch noch, naja, ihr macht euch Sorgen, meine Eltern auch. Ich bin hochintelligent, das weiß ich, meine Eltern haben mich mal testen lassen. Irgendwann höre ich dann auf und dann hole ich alles nach. Aber jetzt bin ich eben in so einer Phase, da kann ich nicht. Und jetzt gehe ich dann halt in die Hauptschule. Also er hat sich arrangiert, er war nicht ansprechbar aufzuhören. Er war noch nicht in dem Leidensdruck drin, einen Therapeuten aufzusuchen. Die Eltern brauchen noch Geduld, bis das noch ein bisschen schlimmer aussieht. Und dann mag es ja so sein.
In dieser Situation ist er nicht alleine. Wenn Sie den Spiegel letzte Woche gelesen haben, war ein Bericht drin, dass 10 Millionen junge Chinesen als Internet-Computerspielabhängig bezeichnet werden und dass die mit riesigen Entziehungslagern, wo sie sehr brutal militärisch mit dem Ganzen umgehen, jetzt versuchen, eine Antwort darauf zu finden. Oder nehmen wir Südkorea, wo wir über 100, so haben wir kürzlich bei einer Tagung von Frau Betzing erfahren, über 100 Kliniken haben mit Spezialabteilungen für Computerspielabhängige. Vor allem die jungen Männer sind die Gefährdeten. Also die Schulnoten sind hier natürlich bei denen, die dann stundenlang abhängig spielen, massiv schlechter. Die Schulstunden 63,8% geben als Schwänzmotiv an Computerspielen und sie sind in Schwänzhäufigkeit doppelt so hoch, fast doppelt so hoch wie die Normalschüler. Also das alles ist nicht weiter überraschend und entspricht dem, was auch in anderen Ländern dazu erforscht wurde. Insgesamt haben wir 0,3% der Mädchen, die abhängig und abhängig geworden sind und 0,5%, die gefährdet sind. Beides zusammen bezeichne ich mal als suchtartige Spielen. Das sind dann, wenn ich das zusammenrechne, 2400 und 1300, 3700 Mädchen in den Geburtsjahren der 15-Jährigen. Und bei den Jungen sind es zusammengerechnet 3% Abhängige und 4,7% Gefährdete, sprich 34.000. Wir haben zu den 17-Jährigen noch keine Daten, sondern nur für 14-, 15-, 16-Jährige. Für die gilt dieses. Aber die 17-Jährigen müssen wir noch abwarten. Da haben wir demnächst eine Forschung, wo wir das nachholen können. Und dann wären es, wenn man es hochrechnet, 120.000 bis 140.000 Jungen als Jugendliche, männliche Jugendliche, die in Abhängigkeit geraten, gegenüber nur einem guten Zehntel bei den Mädchen. Und dass das die Leistungen scherenartig auseinandergehen lässt, liegt auf der Hand. Diesem Thema Computerspielabhängigkeit wird von der Politik bei uns noch nicht genügend Beachtung geschenkt, obwohl es so massiv wirksam ist. Schauen wir uns die Spiele an. Der Suchtmacher Nummer 1 ist World of Warcraft mit 8,5% Süchtigen und 11,6% Gefährdeten. Dann folgen zwei Online-Spiele, aber auch Counter-Strike als Offline-Spiel ist ziemlich hoch dabei, relativ harmlos in dieser Hinsicht, FIFA und Need for Speed. Spiele, die auch von Kindern sehr häufig schon gespielt werden, die aber wenig Suchtpotenzial in sich beinhalten. Was ist das Besondere bei World of Warcraft, dass das so herausragt? Es ist die Belohnungsstruktur, die ganz zentrale Bedeutung hat. Normal ist bei einem Computerspiel, dass Sie einen Auftrag ausführen und dafür Ihre Belohnung kriegen, die vorher ausgehandelt wird. Und das ist sicher. Das ist bei World of Warcraft in den Anfangsphasen, wenn Sie zum Einstieg Ihr Lehrling sind, der sich einübt und immer besser wird, auch so. Aber wenn Sie dann in den Raids ankommen, nicht bei den Quests stehen bleiben, sondern in einer Gruppe gemeinsam Kämpfe ausfechten, dann kommt die Belohnung eben nicht sicher. Dann ist es wie ein Spielautomat an der Wand in einer Kneipe. Und mal kommt's und mal nicht. Man erfährt vorher die Wahrscheinlichkeit, mit der man vielleicht Glück haben kann und die ersehnte Beutegegenstände bekommt. Und dann kann man manchmal 20 Mal vergebens gespielt haben, weil die Wahrscheinlichkeit nur 5% ist. Und dann endlich kriegt die Gruppe die Beute, aber man selber noch lange nicht. Und wie kommt man selber ran? Da muss man vielleicht noch, weil man gerade dieses eine Element seiner Rüstung noch nicht hat, woanders einsteigen und woanders mitspielen, wo das im Vordergrund steht, um die eigene Gruppe nicht aufzuhalten bei dem fehlenden Ding, was einem noch unbedingt zu Gesichte stehen soll. Und dann gibt es ein zweites Problem. Es gibt ja ein Gerechtigkeitsproblem. Der eine ist gerade frisch in die Gruppe gekommen, der andere ist seit einem Jahr dabei. Und dann kriegt der frisch in die Gruppe gekommene das ersehnte Beutestück und der andere ist wieder leer ausgegangen. Das geht nicht. Was machen die Gilden? Sie vereinbaren ein Versteigerungssystem. Das heißt, die Zeit für jede Stunde, die man gespielt hat, kriegt man meinetwegen 10 DKP-Punkte, Dragon Killing Points. Und dann beim Steigern hat man mehr Punkte als der Anfänger, der gerade erst in die Gruppe eingestiegen ist, hat höhere Chancen mit Erfolg, das zu bekommen. Damit wird aber Spieldauer belohnt. Man hat ein gutes Gewissen dabei, noch eine Stunde dran zu hängen. Man kriegt ja mehr Chancen, den Erfolg zu ernten. Und dann kommt hinzu die soziale Einbettung in diese Gruppe, wo man ungeheuer wichtig genommen wird, wo man großartige Kultur der Anerkennung erfährt, mit anderen inszeniert. Es ist ungeheuer spannend gemacht und entfaltet eine Sogwirkung wie nichts Vergleichbares im Internetmarkt. Das Spiel ist ab 12 freigegeben.
unerträglich in meinen Augen angesichts der Sucht, die wir, der Suchtgefahren, die es beinhaltet. Deswegen haben wir die Politik alarmiert und es sieht jetzt so aus, dass eine Top-Juristin in Hannover den Auftrag bekommt, hier eine Analyse zu machen, ob man juristisch im Nachhinein ein ab 12 freigegebenes Spiel doch ab 18 einstufen kann, wie es aus unserer Sicht wünschenswert und richtig wäre. Abwarten, ob das passiert. Soweit der Zeitfaktor. Kommen wir zum Inhaltsfaktor. Zum Einstieg eine kleine Geschichte, die in den USA so gelaufen ist. Chicago und ein Professor kriegt den Auftrag zu messen. Na, ich sage Ihnen noch nicht, was er messen sollte. Ich sage Ihnen nur, wie er es arrangiert hat. Er lädt Leute kostenlos ins Kino ein. Und sie können 10 Freikarten gewinnen. Aber wie, verrät er nicht. Ausweis mitbringen. Und dann kommen sie und A bis K, linkes Kino, L bis Z, rechtes. Sie müssen alle über 18 sein, weil ein Film, Sie wissen noch nicht, welchen wir sehen werden, erst ab 18 ist. Und dann nach Zufall, linkes Kino, Julia Roberts in der Hauptrolle, Pretty Woman, kennt man schon, aber kann man dreimal sehen, es ist immer noch schön. Rechtes Kino, brutaler Actionfilm. Vorher, wie üblich, Werbung und komischerweise während der Filme auch Werbung. Und am Ende kommt die Auflösung, lagen Sie mal bitte alle unter Ihren Sitz, da finden Sie einen Zettel und Bleistift. Und jetzt schreiben Sie aus der Erinnerung die 10 Werbungen auf, die vor dem Film und während des Films gezeigt wurden. Und wer alle 10 hat, kriegt 10 Freikarten. Wer nur eine hat, kriegt nur eine. Und dann frage ich die Kinder, wo werden denn die Freikarten wohin gehen? Natürlich zu Julia Roberts. Das ist ja relativ langweilig im Vergleich zu der atemlosen Spannung, die im Actionfilm aufgebaut wird. Klar, und sie sagen, da hat man ja kein Auge frei bei dem Film, wie bei dem hier für die Werbung. Und sie erkennen gut, dass in der Tat, so kam es auch raus, beim Julia Roberts Film man viel mehr Werbung anschließend erinnern konnte als hier. Aber das Spannende ist, die Werbung vorher, da wussten wir ja gar nicht, was kommt, die war auch unterschiedlich in Erinnerung geblieben. Und dann brauchen wir die schon mal angesprochenen Neurobiologen, die uns erzählen, naja, unser Gedächtnis reagiert auf Gefühle, auf Emotionen. Und je intensiver eine Botschaft mit Gefühlen, Emotionen positiver, negativer Art verknüpft ist, umso besser platziert ist sie im Wettbewerb der Informationen im Kopf. Und erst zweitens, alles, was wir lernen, landet erst im Kurzzeitgedächtnis auf der Diskette unseres Kopfes. Auf der Festplatte kommt es erst 14, 16 Stunden später an. Und das hängt davon ab, was tagsüber emotional so abläuft. Wenn also Max und Moritz in der Schule noch ordentlich aufgepasst haben und dann ist Mama zu Hause und es muss auch noch Englisch gelernt werden, aber dann geht sie weg und endlich ran an den Computer, der Höhepunkt des Tages emotional kommt und sie spielen 1,5 Stunden wie verrückt irgendein sehr brutales Spiel, sagen die Neurobiologen, ist ein bisschen gefährlich, dass das flüchtig im Kopf gespeicherte Schulwissen dann auch wirklich gut erhalten bleibt. Denn es ist der Verteilungskampf, was bleibt im Kopf am Ende eines Tages übrig von dem, was man an Informationen bekommen hat, was wird weggefiltert, weil es nicht so spannend war, der entscheidet sich immer zugunsten der hohen Emotionen. Mhm. Als sie mir das erzählten, wusste ich klar, dass es so ist. Wenn ich als Schüler mit dem Zug gefahren bin, habe ich mit Leidenschaft die Sportseite gelesen. Die durfte ich mir auch rausreißen aus der Passauer Neuen Presse. Und dann habe ich auch noch Vokabeln gelernt. Und das Komische war, einmal Sportinformationen lesen, alles im Kopf. Mannschaftsaufstellungen, Schiedsrichterentscheidungen, Torfolge und so weiter. Und die Vokabeln mehrfach lesen und immer noch wollten sie nicht hängen bleiben. Wenn ich mit den Kindern diskutiere, wissen die alle, woran das liegt. Meine Gefühle waren auf der Seite des Sports und nicht auf der Seite der Vokabeln. Bis eines Tages für die anwesenden Lehrer eine schöne Botschaft, bis eines Tages unser alter Englischlehrer vor die Klasse tritt und sagt, tut mir ja leid, liebe Schüler, mitten im Schuljahr muss ich aufhören. Meine Pumpe tut es nicht mehr. Ich gehe in Kur und danach gehe ich in Frührente. Ach, freute ich mich, hatte nichts gegen den Lehrer, aber Englisch. Haben wir denn kein Englisch mehr? Doch, da kommt jetzt eine neue, die fängt jetzt zum ersten Mal an. Die hat noch nie eine Klasse gehabt, eine Referendarin, die muss einspringen für mich. Und dann kam sie. Und zum ersten Mal in meinem Leben habe ich und meine Kumpels begriffen, was pädagogischer Eros ist. Es war eine emotionale Wucht, was sie in Englisch uns geboten hat. Unsere Herzen flogen ihr zu, wir hingen an ihren Lippen. Englisch war hochbesetzt, emotional. Und ich hatte keine größeren Schwierigkeiten mehr, Englisch gut zu lernen. Emotionen bestimmen die Erinnerung. Das ist die eine Sache. Und dann kommen die Kinder und sagen, okay, das haben wir jetzt begriffen. Also erst lernen,
flüchtig gespeichertes Schulwissen und dann mit riesen Power Englisch und so, Filme und Computerspiele, ist nicht eine gute Idee. Aber wenn wir es andersrum machen würden, das müsste doch gut gehen. Erst Computerspielen nach der Schule und dann lernen, wenn die Eltern wieder nach Hause kommen und dann man sowieso lernen muss. Das gucken wir uns an. Dazu habe ich Ihnen ein kleines Experiment vorzuzeigen. Genau das haben wir nämlich gemacht. Wir haben 5 Gruppen gebildet, alle identisch zusammengesetzte Gruppen. Und die erste Gruppe hat gesportelt. Und die zweite Gruppe hat Rosamunde Pilcher geguckt. Die dritte hat Sims gespielt, harmloses Computerspiel. Die vierte sehr brutalen Film. Und die fünfte sehr brutales Computerspiel gespielt. Und dann haben wir sie alle gefragt, ob sie es gern oder ungern gemacht haben. An Computerspielen waren auch viele, die es ungern gemacht haben. Die, die es gerne gemacht haben, das Computerspielen, hatten, ich habe die wichtigste Sache vergessen. Und nachdem sie also alle ihren Aktivitäten nachgegangen sind, durften sie plötzlich unerwartet 20 Matheaufgaben lösen. 10 Punkte von 20 möglichen haben die Leute gekriegt, die brutales Computerspiel mit Engagement gespielt haben. 12,9, die es ungern gemacht haben. Aber ich greife mal vorweg, die Sportler 15 bzw. 15,5 und hier ist der Unterschied nicht signifikant. Nur beim Film und beim Computerspielen spielt die persönliche Begeisterung für diese Freizeitaktivität eine Rolle. Also Filmegucker engagiert 12,5, Sims 13,4, Rosamunde 14, aber Sport 15 Punkte. Warum dieser Unterschied, frage ich die Kinder. Warum sind die Filmegucker noch ein bisschen besser dran? Ja, sagen die, das ist ja auch klar. Beim Computerspielen ist man ja nicht passiv sitzend, was da so passiert, sondern ist man ja selber aktiv, handelt. Und dann kriegt man Belohnung am Ende, man will ja gewinnen und man tut es auch. Das ist emotional eine ganz andere Geschichte. Und wenn Sie das 1,5 Stunden gespielt haben, dann sind Sie erstmal fix und alle. Und dann ist ja klar, dann kann man sich auf Mathe nicht konzentrieren. Das Ganze war ein Konzentrationstest. Also, egal wie man es dreht und wendet, die negative Wirkung von sehr brutalen Computerspielen auf Schulleistungen ist klar. Killerspiele sind Leistungskiller. Ich zeige Ihnen das nochmal an einem konkreten Beispiel eines privilegierten Jungen. Also nur deutsche Jungen haben wir da genommen. Diese Gruppe. Nur deutsche Jungen aus guten Elternhäusern, die ein gutes Bildungsniveau haben, nicht von Arbeitslosigkeit, Armut betroffen sind, ihre Kinder liebevoll behandeln. Alles Rahmenbedingungen, die Schulleistungen fördern. Und dann haben wir die genommen, die nie brutale Spiele ab 18 spielen und die, die es oft spielen. Und das war die Klassendurchschnitt. Und Sie sehen, der Abstand, die einen sind 0,40 besser als die Klasse und die anderen sind 0,26 schlechter. Im Ergebnis kommt eben auch durch dieses Auswerten heraus, je mehr Zeit Kinder und Jugendliche in Medienkonsum investieren und je brutaler die Inhalte sind, umso schlechter fallen die Noten aus. Das Ganze nochmal in einer großen Übersichtsgeschichte. Schulleistungen hängen am meisten ab vom Bildungsniveau im Elternhaus, klar, 0,30, richtig starke Querbeziehung, aber richtig schlecht ist Vorliebe für Mediengewalt, -0,20 und hohe Medienzeit, -0,11. Und wen trifft es? Die armen Jungen, denn sie haben viel mehr Vorliebe für Gewalt. Sie haben mehr Geräte, sie haben deswegen eine höhere Medienzeit. Und die Eltern können durchaus was tun. Wir haben aktive Medienerziehung als einen massiven Negativfaktor. Der reduziert drastisch die Vorliebe für Mediengewalt und die Medienzeit. Aber leider ist die Botschaft, nur 40% der Eltern tun das auch, dass sie aktiv mit den Kindern Medienerziehung betreiben, Medienkompetenz erzeugen. Also von daher Appell an anwesende Eltern, sich hier wirklich einzumischen, sich zu interessieren, einzusteigen in das, was die Kinder so machen. Noch ein Nachtrag, der kommt von Kinderärzten, von Pädiatern. In Freiburg haben die einen schönen Test gemacht. Sie haben Kinder gebeten zu malen. Max Müller mit Ehefrau und Kindern sollte gemalt werden. 5-jährige Kinder, da ist er, Max Müller und Ehefrau Maria und die Tochter Melanie und Manfred und Michael, die Söhne. Gut getroffen für 5-jährige Kinder. Einschränkend muss ich freilich sagen, das sind die mit weniger als 60 Minuten Fernsehen. Und dann identisch zusammengesetzte Gruppen, aber in einem Punkt unterscheiden sie sich. Mindestens 3 Stunden Fernsehen und auf einmal ist Herr Müller nur noch schlecht zu erkennen. Und dann nehmen sie noch schlimmer, die armen Kinder, die nicht nur 3 Stunden Fernsehen haben, sondern 20 Zigaretten täglich passiv rauchen im Wohnzimmer, weil die Eltern so viel qualmen. Und Herr Müller stehen die Haare zu Berge und er ist wirklich nur sehr unansehnlich geworden.
Das sind dann die Durchschnittsbilder, die der Computer herstellt auf der Basis von allen Bildern, die die Kinder gemalt haben. Also schon eindrucksvoll, wie die künstlerische Kreativität leidet, wenn man viel fernsieht und viel raucht, passiv raucht. Dazu passt eine Information von Herrn Christakis. Christakis ist ein Forscher in den USA, der einen Preis für folgende Untersuchung bekommen hat. Er hat einjährige Kinder begleitet, bis sie 7 wurden. Jedes Jahr hat er sie aufgesucht und alles gemessen, was man messen konnte. Und er hat festgestellt, jede Stunde Babysitter-Fernsehen erhöht das Risiko von Hyperaktivität um 9 Prozentpunkte. Also wer 0 hatte und der 3 Stunden hatte, war ein Unterschied 27% höhere Wahrscheinlichkeit, hyperaktiv zu werden. Klare Warnung, dass man Kindern im Kindergartenalter und kleiner im Krippenalter unbedingt von Bildschirmkonsum weitgehend fernhalten sollte. Von daher finde ich es absurd, dass Kindergärten neuerdings mit der Botschaft kommen: Kindergärten ans Netz. Politiker sagen das auch. Es hilft der Computerspielindustrie und den Computerherstellern, ein bisschen Umsatz zu machen. Und nicht nur ein bisschen. Eines hat sich nämlich herausgestellt. Wenn der kleine Max im Kindergarten so 8 Minuten im Durchschnitt ist so die Spielzeit, wenn man einen hat, im Kindergarten angesichts des Teilens mit den anderen Kindern. 8 Minuten, das ist ja gerade ein bisschen angefixt zu werden, dass man spannend findet, aber man wird nicht satt im Computerspiel. Und man liegt dem Papa in Ohren, es ist so spannend. Und die Erzieherin sagt auch noch, das ist alles kindgerechte Software, keine Angst. Und dann liegt er so in den Ohren, dass die Eltern sagen, okay, Weihnachten, Geburtstag, da kriegst du dann einen. Und dann hat er seinen Computer im Kinderzimmer als 7-Jähriger, 6-Jähriger, 5-Jähriger. Das ist dann schon problematisch, weil die Eltern die Kontrolle darüber verlieren, was er damit anstellt. Also diese Eigendynamik, die dann entsteht, die halte ich für sehr problematisch. Was Kinder brauchen, ist was ganz anderes: Bewegung und Musik. Das sind die beiden zentralen Inhalte, die man im Kindergarten fördern sollte, aber garantiert nicht die Neugierde aufs Computerspielen wecken. Das kommt später noch früh genug. Soweit dieses. Jetzt habe ich eigentlich an dieser Stelle Bilder vorgesehen aus einem technischen Grund. Es sind ganz neue Bilder, die kann ich Ihnen jetzt nur erzählen. Wir haben in Berlin eine Forschung, die seit 4 Jahren läuft, an 1000 Kindern. Am Anfang waren sie 8, inzwischen sind sie 12 gewesen. Jetzt kommt nächstes Jahr die 5. Messung. Und diese Kinder haben wir ganz früh erfasst, ob sie im Alter von 8 eigene Geräte haben oder nicht. Und haben dann gesehen, bei manchen kommt was hinzu, bei manchen nicht. Und wie läuft denn ihr Leben dann so? Und dann zeigt sich bei denen, die jetzt 12 Jahre alt sind, und zwar spannenderweise bei besser gebildeten, mindestens Realschulniveau Elternhäusern, ein drastischer Negativeffekt in Richtung immer schlechtere Noten, je mehr Zeit mit Medien verbracht wird und die Gerätschaft, der Besitz der Geräte provoziert diese höhere Zeit. Zweitens, wir haben drastische Unterschiede in der Fettleibigkeit. Jetzt im Alter von 12 sind die ohne eigene Geräte mit niedrigen Medienzeichen zu 13,7% adipös oder zumindest übergewichtig und die anderen zu fast 28%. Die Schere geht auseinander, je mehr Zeit wir forschen. Ich bin gespannt, was wir im Alter von 16 erleben werden. Also von daher habe ich kritische Botschaften, die das, was ich eingangs an Positiven gesagt habe, überhaupt nicht negieren, weil ich nach wie vor der Meinung bin, es wird Computerspiele geben, die Mindjogging sind, die einem Englisch beibringen, die Mathekenntnisse vermitteln, die Spaß machen und nicht schädlich sind, wenn man sie nicht über 5 Stunden lang pro Tag spielt, sondern maßvoll im Rahmen des Vernünftigen. Da sind wir noch weit entfernt. Der Alltag der Kinder ist von reinen Unterhaltungsspielen geprägt und der Jungen primär von Gewaltspielen. Schon bei den 10-Jährigen mussten wir das feststellen, wo jeder Zweite zumindest gelegentlich solche Spiele spielt und bei den Älteren sehr massiv. Und machen die gewalttätig? Na, das geht nicht so schnell wie bei Schulleistungen, eindeutig. Gewalt kompliziert. Ich erspare mir aus Zeitgründen einen Brief, ich kann es Ihnen doch zeigen, es ist ein bisschen. Ja, ich kann es Ihnen zeigen, es ist ein bisschen erschlagend, aber es ist schon spannend. Wie entsteht Mehrfachtäterschaft von Gewalt? Na, das Schlimmste ist die prügelnden Eltern, der Alkohol. Das Allerschlimmste sind die kriminellen Freunde.
das ist überhaupt keine Frage. Aber da gibt es so einen Hintergrundfaktor, gewalthaltige Medien. Der erzeugt nicht direkt die Mehrfachtäterschaft Gewalt. Man wird nicht zum Amokläufer, weil man Counter-Strike gespielt hat. Nein, nein, die Sache ist viel komplexer und schwieriger. Man wird zum Amokläufer, um bei diesem Extrembeispiel zu bleiben, wenn man ohnmächtig ist und von Wut erfüllt ist, von ohnmächtiger Wut. Man hat Hassgefühle auf andere, die sind im realen Leben und nicht durchs Computerspielen entstanden. Und man sucht einen Weg, diesen Hass zum Ausdruck zu bringen. Und dann haben Computerspiele leider einen Effekt, wenn man sie sehr oft spielt. Einen Desensibilisierungseffekt im Hinblick auf die Leiden der Opfer. Wie hat man das gemessen? Wieder Experimentalforschung, USA. 5 Gruppen. Die erste Gruppe sportelt vor sich hin. Die zweite Gruppe liest einen brutalen Roman. Dritte Gruppe guckt einen brutalen Film an. Die vierte Gruppe spielt ein brutales Computerspiel. Hier 4 Gruppen, richtig. Und dann konfrontiert man alle Menschen mit Szenen realer Gewalt, wie etwa die U-Bahn-Szene in München, wo der alte Herr so brutal von den 2 jungen Leuten zusammengeprügelt, fast totgeschlagen wurde. Und dann kann man heute neurobiologisch, also genau erfassen, wo ist denn das Empathiezentrum im Kopf, wie stark ist denn da der Hirnstrom Empathie ausgeprägt, man kann psychologisch Empathie genau erfassen, was kommt raus? Ein Hörspiel hören, weil Herr Schneider den Rundfunk erwähnte, ein Buch lesen, völlig harmlos, hat keine negative Wirkung auf die Empathie. Noch so brutale Inhalte machen uns nicht in dieser Hinsicht weniger sensibel. Warum das so ist, sage ich Ihnen in gereimter Form. Dummes Zeug kann man viel hören, kann es auch schreiben. Wird weder Leib noch Seele stören, es wird alles beim Alten bleiben. Dummes aber vors Auge gestellt hat ein magisches Recht. Weil es die Sinne gefesselt hält, bleibt der Geist ein Knecht. Wer war so klug? 2-mal haben die Leute die Antwort gewusst. Einmal in Rudolstadt, wissen Sie nicht, wo das ist? Zweite andere war Frankfurt am Main. Rudolstadt liegt neben Weimar, und jetzt ahnen Sie. Johann Wolfgang von Goethe war es 1807 in Samxenien. Ohne Computerspiele zu kennen, ohne Filme zu kennen, hatte er das schon geahnt, dass vergewaltigt werden durch Bilder, die uns übergestülpt werden, ist was völlig anderes, als wenn wir die Bilder in unserem seelischen Gleichgewicht bleibend von innen nach außen entfalten, während wir was hören oder lesen. Lesen und hören harmlos, sehen, ziemliche Power. Aber die glückliche Botschaft ist wieder, wenn man das nur gelegentlich macht, wird die Empathie nicht beeinträchtigt. Das Gefahr entsteht, wenn man es immer und immer wieder macht. Das macht die amerikanische Armee sich zunutze, indem sie ihre Kampfsoldaten vorher in computerspielähnlichen Riesenschießszenarien reinbringt und dann deutliche Desensibilisierungseffekte erzielt, die dem amerikanischen Überleben im Kampf zugutekommen. Ob das dann gut ist für deren Persönlichkeitsentwicklung später, sei dahingestellt, aber der Effekt ist nachgewiesen. Zu Recht hat Herr Schneider erwähnt, dass am Anfang die ganze Industrie, Rüstungsindustrie war, die sich für diesen ganzen Kram interessiert hat, weil die da diese Wirkungen des Trainings, des realistischen Schießtrainings in Kampfszenarien richtig erprobt haben und dann haben sich erst die Killerspiele daraus langsam entfaltet. Also diese Wirkung, die bedeutet nämlich hier, dass die Macho-Kultur sich steigert, wenn man regelmäßig sich volldröhnt mit den Macho-Welten der Spiele, dass man schulschwänzt mit seinen Kumpels, weil man in diesen Spielen so drin hängt, dass man mehr Freunde von der Macho-Sorte kriegt, wenn man seine Identität stark prägt durch diese Vorbilder. Also es hat schon seine Hintergrundwirkung, aber niemals die Hauptursachenwirkung. Es ist ein Verstärkungsfaktor, so wie Rauchen nicht zwingend zum Tod führt qua Lungenkrebs, sondern nur das Risiko erhöht. So entsprechend ist das auch bei dem Quatschspiel. Wenn das alles so ist, was ist zu tun? Lassen Sie mir zum Abschluss ein paar kleine Anmerkungen machen. Ich komme zurück zu Neuseeland, der Schule. Das Besondere an dieser Schule war ja nicht nur, dass sie so einen tollen Zugang zu dem ganzen Computerwesen den Schülern ermöglichte. Nein, nachmittags ist diese Schule durch einen Inhalt geprägt. Lust auf Leben wecken durch Sport, Theater, Musik und sinnvolle, leidenschaftlich an die Kinder herangetragene Inhalte. Das war das Faszinierende. Unser Sohn war hin und weg, was ihm da eröffnet wurde. Kostenlos ein Musikinstrument seiner Wahl, ein Jahr lang. Oder Theater spielen. Oder jeden Freitag kommen Unternehmer in die Schule. Wie gründe ich ein Unternehmen? Virtuell am Computer durchinszeniert die beste Gruppe. Im Wettbewerb kriegt $1000 am Ende von der Industrie- und Handelskammer. Und ansonsten den Jungen
Abenteuerinhalte bieten nachmittags. Und wer macht das alles? Die Lehrer. Wie kommen denn die dazu? Naja, die haben dort 20 Stunden Unterrichtsverpflichtung, Wissensvermittlung, Biologie, Mathe, Physik und so weiter. Und 6 Stunden bringen sie ihre eigenen Hobbys in die Schule ein und im Rahmen ihrer Dienstzeit. 6 Stunden ihrer bezahlten Zeit ist der Mathelehrer nachmittags ein Rugbylehrer, ist die Biologielehrerin hinreißende Tänzerin auf der Bühne, der Trainer für Lord of the Dance und ist ein Physiklehrer der Chef einer Gruppe, die der Animateur, die Schach spielen lernt. Und das ist Einstellungsbedingung. Wer keine Farbe in die Schule bringt, hat keine Chance, sagte mir der Direktor. Und als eine junge Lehrerin kam und hoffte, sie wird Englisch lehren, musste er ihr sagen, liebe Frau, Sie haben aber kein Hobby angegeben. Dann können wir Sie nicht nehmen. Moment, ich entdecke ja doch eine Rettungschance für Sie. Ich darf mir die Bemerkung glauben, Sie haben doch Farbe, auch wenn Sie es leugnen. Ich sehe es doch. Sie sind großartig geschminkt. Und ich ergänze, wir brauchen dringend jemanden, der von Schminken was versteht, für unsere Theatergruppe. Und die Mädchen würden in Scharen kommen, wenn sie einen tollen Schminkkurs anbieten, biologisch sauber natürlich, nichts Schädliches. Das könnte sie retten. Sie hat natürlich mit Begeisterung eingewilligt und wurde die Schminklehrerin der Schule. Also eine ganz andere Denke, was Schule für Lehrer sein kann. Und von daher Lust auf Leben wecken als Inhalt, das ist die Rettung. Natürlich muss der Staat auch regulieren und muss hier bei Fehleinschätzungen in Alterszuschreibung auch was ändern, World of Warcraft als Beispiel. Aber trotzdem, das Entscheidende ist nicht das Regulieren. Das Entscheidende ist, die Jungen verführen dazu, dass sie Leidenschaften für Dinge entwickeln, die wichtig sind. Mein letztes Beispiel kommt nicht aus Neuseeland, von dieser Schule, sondern nochmal woanders. Ich war durch meine Schwester animiert, aufmerksam geworden auf John Ratey, einen Harvard-Kollegen, der ein faszinierendes Buch geschrieben hat, können Sie in Deutschland kaufen. Es heißt Superfaktor Bewegung. Und der beschreibt da einen Schulversuch, den nicht er initiiert hat, der aber hohe Wellen in den USA schlägt und absolut begeisternd ist. Was machen die dort? 21.000 Schüler sind in der Region Naperville jeden Tag, ausgehend von einem Schulversuch, der schon ziemlich alt ist und sich dann immer weiter ausgedehnt hat, heute 21.000 Schüler umfasst. Jeden Tag sind sie während der Unterrichtszeit 40 Minuten im Fitnesstraining, lustvoll gestaltet, Square Dance, aber die ganze Zeit mit einer Messung 160 bis 190 Puls, muss es schon sein. Oder Laufbänder und nebenbei entspannenden Film gucken. Als ich da war, guckten sie zufällig tatsächlich, die Wüste lebt. Und dabei aber laufen und schwitzen oder Kletterwände rauf und runter oder zu dritt Basketball spielen, was einen wahnsinnig in Schwitzen bringt. Und die Sportnote gibt es nicht mehr dafür in dieser Schule, in diesen 19 Schulen, wie weit man die Kugel geschmissen hat. Nein, die Sportnote gibt es für die relative Verbesserung. Am Anfang wird die Fitness gemessen, im Schuljahr am Ende wieder. Und Note 1 im Sport kann auch der kleine Dicke kriegen, weil er besonders gute Chancen hat, durch viel Fitnesstraining fit zu werden. Und das wird dann belohnt. Und der Sport hat keine Chance mehr. Im Gegenteil, diese Schulen sind die super erfolgreichen geworden bei den Sportwettbewerben auf Landesebene, auf Bundesebene. Und wie das? Nachmittags haben sie, wenn die Schule Pflicht zu Ende ist, ein super Sportprogramm. Und die Sportlehrer haben ja vormittags beim Training schon die Leute angesprochen, von denen sie meinen, die könnten da vielleicht und sie kennen sich gut und dann steigen die ein. Und die Musik hat einen ganz hohen Stellenwert bekommen, weil sie beim Rhythmus so eine große Rolle spielt bei diesen Fitnesstrainings und man die Schüler ganz gut dafür gewinnen kann. Lust auf Leben wecken auf diesem Wege ist ganz spannend umgesetzt mit dem Ergebnis. Diese 21.000 Schüler haben den TIMSS-Wettbewerb weltweit gewonnen. Sie haben den Mathe-Wettbewerb der USA gewonnen, weil sie sich mal als eigenes Land beteiligen durften, ausnahmsweise, sonst sind sie immer nur ganze Länder. Diese Schüler sind nur noch zu 8,6% übergewichtig. Der amerikanische Durchschnitt liegt je nach Region zwischen 25% und 30% bei der Altersgruppe der 15-Jährigen. Sie sind selbstbewusster, sie haben Körpergefühl und die Verbindung von Geist und Körper ist wiederhergestellt, die bei passivem Sitzen und nur die Finger bewegen massiv unterbrochen wird. Das sind alles alte Weltheißen, dass man in einem gesunden Körper einen gesunden Geist hat. Aber die Neurobiologen können es heute bestätigen. Lesen Sie John Ratey, es fasziniert einen, dass die Bewegungskultur das zentrale Element im Leben von jungen Menschen sein muss. Und dann gibt es entsprechende Forschungsergebnisse und Nachweise für die Musikkultur.
aktiv gelebte Bewegung und Musik vom Kindergarten angefangen, sollten Schulen auf allen Ebenen organisieren. Und dann noch Medienkompetenz? Ja, natürlich. Aber bitte nicht beigebracht durch die, die sich zu Reklamefürsten der Industrie werden lassen. Damit will ich aufhören mit einem Kölner Beispiel, was mir doch den Schrecken eingejagt hat, dass die Dinge inzwischen so weit entwickelt sind im Lobbyismus Deutschland. Da gibt es eine Fachhochschule Köln, die in enger Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung seit Jahren die Menschheit mit Texten beglückt über Computerspiele und Computerspiellehre. Ein Buch hieß auch so, Computerspiele verstehen, Computerspiellehre verstehen. 2 Euro pro Stück, den Schulen wurde es in einer Riesenauflage von der Bundeszentrale angeboten. Haupthersteller, die Professoren und Mitarbeiter des Instituts für Medienpädagogik der Fachhochschule Köln. Wir haben uns das Buch angeguckt, 2 Beiträge richtig gut, einer geht so und die anderen ziemlich viel Reklame für Computerspiele und Verharmlosung der Probleme, die ich Ihnen präsentiert hatte. Wie kommt's? Nun ja, dieses Institut, was sich hier so zum Reklamesprecher der Interessen der Industrie hat werden lassen, kriegt pro Jahr 250.000 Euro von Electronic Arts und anderen Computerspielherstellern. Na klar, dann ist es nachvollziehbar. Und die Bundeszentrale hat aus irgendwelchen Gründen da eine ganz enge Kooperation. Wir beklagen das seit langem. Wir beklagen, dass E-Sport auch ein Weg in die Computerspielabhängigkeit, weil man der Illusion nachhängt, man könnte wie in Südkorea $1 Million am Ende verdienen als Super-E-Sportler. Und dann gibt es in Deutschland wunderbare E-Sport-Veranstaltungen rauf und runter in den Großstädten. Und wer ist dabei? Nicht nur Turtle Entertainment als Veranstalter, sondern die Bundeszentrale für politische Bildung, die hier LAN-Partys für Eltern anbietet, um die einzuführen in die Welt des Computerspiels. Das alles erfüllt mich mit Sorge. Und ich sehe, es ist schwierig, dagegen anzuhalten. Aber Gott sei Dank gibt es Veranstalter wie hier, die ermöglichen, dass auch die Gegenseite mal zu Wort kommt. Überhaupt muss ich das Kultusministerium, das Schulministerium Ihres Landes loben. Die hatten mit uns gemeinsam als Erste eine Pressekonferenz gemacht über unsere Forschungsergebnisse mit einer klaren Botschaft an die Eltern von Kindergartenkindern und Grundschulkindern, vielleicht auch noch ein bisschen darüber hinaus, keine Bildschirmgeräte im Kinderzimmer. Halten wir für richtig, wir fangen gerade eine solche Kampagne in Süddeutschland in 2 Landkreisen und Städten an, wo alle Schulen mitmachen, alle Kindergärten mitmachen, der Landrat mitmacht, der Bürgermeister mitmachen und wir werden erforschen, ob diese Kampagne den gewünschten Effekt hat. Also von daher ist da noch vieles im Ungewissen, im Unklaren, wo wir hinlaufen werden. Die Politik hat sich nicht eindeutig entschieden, auch innerhalb dieses Landes gibt es in der Landesregierung ganz unterschiedliche Akzente mit ihrem kritischen Kultusministerium und Herrn Laschet, der ganz begeistert auf der Seite der Computerspielindustrie steht. Also von daher sehe ich immer Notwendigkeit, Kampf und deutliche Worte zu sprechen. Danke, dass Sie mir das hier ermöglicht haben.